1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball, Freunde, das ist die Ausgabe für Samstag. Und aus dem Dschungel grüße ich. Und es hat gerade hier im Ström geregnet, sieht jetzt nicht danach aus. Nächste Woche soll es 50 Grad heiß werden, habe ich gerade bei einem unseriösen Internetanbieter gelesen. Aber 40 könnten es werden, wer weiß. Ich habe natürlich für euch wieder ein bisschen geguckt, rund in die Welt des Fußballs. Bei mir lief gerade, habe ich aber jetzt ausgeschaltet, U19. Europameisterschaft der Frauen ist in Belgien, Deutschland spielt gegen Belgien. Da waren ungefähr 1000 Zuschauer. Keine gute Atmosphäre, stand nach 35 Minuten, glaube ich, noch 0-0. So, aber jetzt zu einer witzigen Geschichte. Qualifikation zur Conference League. Genau, Quali, wohlgemerkt. Glenn Storm, so heißen die, glaube ich, aus Irland, traf auf Gisara United aus Malta. Um es vorwegzunehmen, Malta hat sich für die nächste Runde qualifiziert, gewann im Elfmeterschießen 14-13. Richtig dramatisch das Ganze. Und Joe Donnelly hatte viel Glück. Er schoss nämlich für die Iren einen Elfmeter. Der maltesische Torhüter hielt den Elfmeter, jubelte wie verrückt, sprang rum, reckte die Fäuste in die Luft und dann tak, 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 kullerte der Ball doch noch über die Linie und der Elfmeter galt. Aber sie haben Glück gehabt, die Jungs von Gisara United am Ende, wie gesagt, 14-13 gewonnen. Findet man auch im Internet, irgendwie unter BBC oder so. Ich habe es gesehen gerade. Sehr beeindruckend, auch bei dieser Szene, die ich gerade geschildert habe. Die irischen Kommentatoren flippen bald aus, dass der Ball dann doch noch reinging. Aber wie gesagt, zählte am Ende dann doch nicht entscheidend, weil die Malteser einen Elfmeter besser waren. So, die Frauen-WM. Seit gestern läuft sie ja. Ich habe heute selbstverständlich geguckt, heute Morgen. Also nicht um 7 oder so, da stehe ich nicht auf, aber um 10. In etwa lief Spanien gegen Costa Rica. Ach, das ist so schön, wenn Claudia Neumann zum Frühstück kommentiert und man immer wieder aufgeweckt wird, von den Brötchen hochschaut und denkt, boah, ist das dramatisch. Also ganz ehrlich, ich will jetzt hier nicht als Chauvinist gelten, das war ein furchtbares Fußballspiel. Spanien hätte eigentlich 12-0 oder so gewinnen müssen, so hoch und eklatant war die Überlegenheit, aber es gab nur ein 3-0. Aber da sind mir die Unterschiede manchmal zu groß bei den Frauen. Also 12-0 ist wirklich noch eher untertrieben als übertrieben, aber wir haben nur 3 Tore in der ersten Halbzeit gemacht gegen Costa Rica. Ich weiß gar nicht, wie viele Frauen da Fußball spielen, vielleicht 2000. Deutschland, Montag gegen Marokko, um das nochmals zu sagen. Dann Claudia auch zum Frühstück kommentiert. Eieieiei. Also um es deutlich zu sagen, das ist kein Bashing hier. Nein, ich komme mit ihr vollkommen klar. Der eine oder andere nicht, aber das ist mir dann auch egal. Zum guten Schluss nochmal der Hinweis auf das kommende Wochenende. Große Ereignisse werfen ihre Bälle voraus. Und Völkerball-Weltmeisterschaft in Mannheim mit Riesennationen Österreich, Chile, Brasilien, Deutschland, Finnland, was auch immer, wer alles daran teilnimmt. Ich werde da 3 Tage moderieren. Und gestern habe ich euch ja so ein bisschen was gezeigt aus Weibstadt. Hatte die Vermutung, da waren nicht so viele Zuschauer, ja, Pustekuchen. Dann kamen immer wieder aktualisierte Zuschauerzahlen. Am Ende waren es über 700, die Chile gegen Brasilien dort sehen wollten. Und in Weibstadt hat man natürlich verstanden, ein großes Ereignis daraus zu machen mit Blasorchester und dem Badener Lied. Und so will ich mich heute verabschieden mit ein paar Klängen vom Badener Lied. Das wird auch in Hoffenheim gespielt, ja, auch in Karlsruhe, da singen sie inbrünstig mit. Und jetzt fällt mir gerade noch ein, die Lesung von mir am Sonntag im Flughafen in der Transall in Wünne an der Rotenburg oder Rotenburg an der Wünne oder wie auch immer, fällt aus, weil ich bin ja ehrlich, nur 19 Eintrittskarten verkauft. Das ist zu wenig, da zahlt der Veranstalter drauf. Woran kann es liegen? An mir wahrscheinlich. Aber deshalb beim nächsten Mal, wenn ihr irgendwo seht, Uli tritt auf, ich verspreche euch, das ist keine langweilige Lesung. Nein, das ist sehr, sehr lustig. Deswegen bitte lasst mich nicht im Stich bei nächster Gelegenheit. Weitere Termine folgen. Unverdrossen. So, das Badener Lied. Ciao. We'll be right back.
war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.